So, und damit herzlich willkommen zu einem Angespielt heute mal, und zwar von Foundry. Also viele von euch, die meine Streams und meine Videos verfolgen, wissen ja auch, dass ich so ein bisschen Satisfactory-süchtig bin, sage ich mal. Da aber bei Satis zurzeit so ein bisschen, naja, der Wurm drin steckt und das erst gefixt werden muss. Und dieses Game jetzt hier, Foundry, als kostenlose Demo auf Steam verfügbar ist, schauen wir uns doch einfach mal an, was die Demo so zu bieten hat. Das Game soll demnächst irgendwann rauskommen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die Demo an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und damit let's go. So, oh, okay, also ich habe da vorher schon ein bisschen bei einem anderen Gamer reingeguckt ins Video. Also anscheinend ist es tatsächlich so, dass man hier einen Seed sich auswählt und dass die Map dann generiert wird. Kann ich das irgendwie noch umbenennen oder so? Nee. Start Game. Hat das Intro keinen Sound oder ist das, weil ich die Musik ausgestellt habe? Welcome, Operator. I'm Carl, your Facility Management Artificial Intelligence. My goal is to assist you in setting up a factory. Let's run a few basic checks before we get started. Open your map to check your surroundings. Okay. Fantastic. Ich bin direkt in einem Krater. In the vicinity. Equip your ore scanner from the inventory and use it to locate the ore patches. Ich soll meinen Scanner equippen. Okay, okay. Wie mache ich das am besten? B ist Rucksack. Dann equippen wir mal den Scanner. Ah ja. To get started, approach both of the ore patches and mine some ore. Kann ich das? Gibt's das? Vielleicht auch in der Sprache, in der ich aufgewachsen bin. Also entweder kann man das nicht auf Deutsch stellen oder ich bin zu dumm dafür. Aber ich habe es nicht hingekriegt. Naja. Auf jeden Fall ist das hier Xenopherit. Okay. Und da hinten ist Technum. Und das sollen wir wahrscheinlich erstmal abbauen. Würde ich jetzt behaupten. Genau, 37, 49 von 100. Da oben ist es rechts. Sitze ich eigentlich hier irgendwo davor? Nee. Also, ja, unten haben wir die einzelnen, sag schon, die einzelnen Commands für die Karte und so einen Müll, also für die ganze Spielmenüführung. Aber da sitze ich jetzt nicht, so davor, dass ihr das jetzt, also da, es ist jetzt nicht wichtig. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich kann Bäume auch abbauen und kriege Biomasse raus. Ah ja. Wird wahrscheinlich noch eine Rolle spielen für Energie, würde ich jetzt mal behaupten. So, jetzt sollen wir Technum abbauen. Das war hier drüben. Es ist so ein bisschen Minecraft-Style, ne? Was heißt so ein bisschen? Es sieht schon sehr aus nach Minecraft. Abgerundet natürlich. Aber ja. Das Dumme ist natürlich jetzt, dass ich in einem Krater bin. Und ich weiß ja, dass das Game ein Fabrikbauspiel ist. Und dass ich da schon eine ebene Fläche brauche, um meine Fabrik draufzubauen. Aber das ist der Seed. Wir haben uns den ausgesucht, ja. Ich habe ein paar Mal auf Random gedrückt und dann müssen wir jetzt damit leben. 54 von 100, 79 von 100, 97 von 100. Oh, wow. Und jetzt haben wir es fertig. Okay, okay. Insert, take. Achso, aus dem Zeug machen wir Stangen. Okay. Na dann. Und aus dem Zeug machen wir Platten. Plates. Okay. Achso, der macht das jetzt. Okay. Ich gucke jetzt oben auf die Tasks nochmal. Der macht das jetzt und wie sollen die denn die 10 Stück dann rausnehmen? Okay, in der Zeit sammle ich mal noch ein bisschen Biomasse. Weil ich glaube, dass das wichtig wird. So, jetzt haben wir eigentlich schon die Quest dafür. Achso, take. Take. Building Blocks. Building Block. Okay. Ach, der macht immer 10. Ah ja, okay. 25 soll ich machen und 10 habe ich jetzt gemacht. Und dann sollen wir as a foundation next to the... Achso, ja. Okay. Das ist Tutorial ist geil. Also, ich muss mich bisher noch nicht beschweren. Auch wenn ich in Englisch, sage ich mal, eine 3 hatte, ist es eigentlich okay. Vom Knowledge her. Bisher. Machen wir ein paar mehr. Wir machen mal 40. Ich will gleich eskalieren. Und hier können wir auch schon mal was taken. Jetzt sollen wir die platzieren. Ne? Jetzt gehen wir in den Rucksack.
Da sitze ich so ein bisschen davor vom Rucksack, ne? Vom Inventar. Egal. Und jetzt sollen wir die Nexturn Ore Deposit. Okay, das ist ja ein Ore Deposit, würde ich jetzt mal behaupten. Und next to soll ich da jetzt den Scheiß platzieren. Okay. Oh. Kann ich auch ziehen? Kann ich auch. To automate ore extraction, we need to set up a drone miner. Craft one and place it on top of your foundation, right next to the ore patch. So, da habe ich auch schon die Plattform alle verbaut, die ich gebaut habe. Jetzt sollen wir einen Drohnenminer craften und dann platzieren auf dem Foundation. Gut, gut, gut. Drohnenminer. Aha, okay. Machen wir mal zwei davon. Wo sehe ich dann? Ach, hier unten rechts. Links meine ich. Hier unten links sehe ich, was gecraftet wird. Aha, und der craftet die Zwischenschritte auch für mich. Das ist gut. Weil der besteht ja aus vielen verschiedenen Einzelteilen und die craftet ja jetzt alle als Zwischenschritt mit. Das ist gut. Jetzt soll ich hier einen Drohnenminer hinstellen. Okay. Panel mal nach da. Und bam. Drone miners and most other buildings require power to function. Let's build a biomass generator on the same foundation as the drone miner. Ah. Once built, you'd power all buildings on the same foundation as the generator. Biomass burner. Okay. Wir gucken mal. Wie viel ist denn hier noch drin? Ah, der ist alle. Dachte ich mir. Das auch alle. Okay, da müssen wir jetzt was reintun. Insert. Sehr gut. Der macht. Ah, ich kann auch gedrückt halten. Lol. Bestes Feature. So, jetzt kann ich zwei Biomasse-Burner errichten. Ich mache erstmal einen. Er macht jetzt wieder alle Zwischenschritte für mich. Ach, ist das komfortabel. Also, wenn das Satis könnte. Geil. Und dann tun wir den... Warte mal. Was habe ich denn gemacht? Warte mal, Tab-Bar. Hab ich Tab gedrückt? Ah, lol. So. Brauche ich den jetzt direkt daneben? Ich baue den mal hier hin. Okay. Go watch your mining drones acquire your first automated ore. Aren't they beautiful? Anyways, we need to get going. Let's build a smelter. Oh mein Gott, jetzt geht's los. Jetzt eskaliert's. Geil. Die bauen jetzt meinen Scheiß ab. Oh, vier kriegen die jedes Mal. Okay. Und der burnt jetzt. Geil. Top automatisiert. Können wir das einfach da drüber bauen? Können wir. Okay. Dann machen wir das doch auch. Und jetzt könnten wir hier wieder... Einen habe ich ja noch. So einen Drohnenminer hinbauen. Und haben wir noch... Ja, wir haben noch Stuff für einen Burner. Dann bauen wir hier gleich einen hin. Brauchen wir nur noch Biomasse, die habe ich nämlich alles in den einen Burner reingeschoben. Tun sie Dinge. Oh Gott, ja, es läuft. Top, hier sieht man auch, wie viel die schon abgebaut haben. Und was die halt so machen. Okay, die kommen wieder zurück. Top, ey, geil. So, wir sollen jetzt einen Schmelzer errichten. Steht da oben rechts. Craft the Smelter. Hier. Machen wir gleich mal zwei. Wir haben ja auf der anderen Seite auch noch Platz für einen Schmelzer und da soll ja auch einer hin. So, ziehen wir wieder ins Inventar und dann könnten wir den eigentlich hier daneben. The smelter is more efficient than the inbuilt drop pod smelter, so you should start using this from now on. Another benefit is that we can automate the smelters to make our life easier.
For this, you need to connect the drone miner to a smelter by using loaders and conveyor belts. Sehr gut. Jetzt bauen wir nämlich Förderbänder und Loader. Loader? Wir machen gleich mal zwei Loader. Intake. Ah ja, das macht es schon automatisch. Okay. Und hier auch Intake. Okay. Dann platzieren wir mal Förderbänder dazwischen. So. Jetzt läuft es automatisch. Tun Sie Dinge. Geil. Jetzt schmilzt er das direkt zu Platten. Geil. Jetzt brauchen wir das Ding da nicht mehr in der Mitte. Jetzt können wir direkt von hier aus. Top. Ach sicher, hat er automatisch Output gemacht und hier Intake. Verstehe. Geilomat. Jetzt brauchen wir aber nochmal zweimal solche Dinger. Dann nehmen wir hier gleich mal alles raus. So, hier können wir noch einen Schmelzer hinsetzen. Haben wir irgendwie eine Taschenlampe? Haben wir, auf L. Ah, sehr gut. So, hier bauen wir wieder einen hin. Und da auch. Okay, sehr gut. Und verbinden wir mit Förderbändern. Top, läuft. Ich glaube aber, dass wir trotzdem... dass wir trotzdem den hier in der Mitte noch benutzen, weil es einfach dann doppelt so schnell geht. Wisst ihr, was ich meine? So, wir müssen noch ein paar Förderbänder craften, damit wir die Quest abschließen. Das machen wir mal schnell. So, jetzt. Okay, wir sollen jetzt einen Research-Server bauen, damit wir Research betreiben können. Ich würde aber erstmal die Foundation hier ein bisschen erweitern, dass wir das hier alles noch foundationisieren. Und da von da oben holen wir die Foundation auch hier runter, damit das alles eine Foundation ist. Wisst ihr, was ich meine? Also ich kann mir vorstellen, dass wir mit weiterem Fortschritt irgendwann die Landungskapsel abbauen. Weil wir die einfach nicht mehr brauchen. So, ich habe jetzt erstmal ein bisschen... ich bin ein bisschen eskaliert mit den Foundations, sag ich jetzt mal. Aber ich habe die Foundations von da vorne jetzt mit denen hier verbunden. Sodass wir jetzt mit zwei Stromanlagen beide Geräte, also ne, damit das alles übergreifend ist und so. Und ich glaube, das ist gut für die nächsten Sachen, die wir jetzt so machen. Und ich werde jetzt erstmal dieses Research Center craften und hier irgendwo hinstellen. Und dann werden wir mal gucken, was man da so machen kann. Okay, dann stellen wir das Ding mal auf. Oh, der ist aber groß. Das ist aber sehr groß. To advance in research, you will need to build science packs. Craft a few by hand to unlock your first research, the assembler. Okay, wir müssen jetzt Science Packs craften. Ah, hier. Okay. Science Pack 1. Wie viel sollen wir craften? 3. Okay, dann machen wir das auch erstmal. Okay. Jetzt haben wir 3. Tun wir die mal rein. Und dann Research is Assembler. Aha. Okay, Assembler hier oben. Oh, das ist aber, also, das ist aber viel. Okay. Gut. Dann Start. Okay, das dauert seine Zeit. Dachte ich mir schon fast. Oh, wir werden gar nicht ausreichen mit 3. Verstehe. Es ist im Prinzip eine Batterie, mit der der läuft. Der Server. Doch 3 reichen aus. You just unlocked the assembler. Okay. This machine will allow you to automate production of more complex items. From here, your top priority should be to automate the production of more science packs. Okay, verstehe. Dann gucken wir mal, 3 Stück können wir machen. Machen wir einfach mal. Assembler. So. Der ist auch nicht gerade klein. Hat auch Eingänge von allen Seiten. Das ist gut. Okay.
Okay, und jetzt können wir einstellen, was wir hier drin... Das soll drin gemacht werden. Okay. Jetzt braucht der Maschinenparts und Technomrods. Also, was machen wir denn... Wie machen wir denn Maschinenparts? Ich mache jetzt einfach mal... hier den nächsten. Ich weiß noch nicht, ob das klug ist, aber ich mache es einfach mal. Und machen mal hier... Ich will Maschinenparts haben. Die machen wir aus Platten. Okay, verstehe. Also müssen wir aus den Platten, die wir hier herstellen, Maschinenparts machen. Okay, okay, okay. Gut. Dann machen wir das doch mal. So, jetzt wird's nämlich... Jetzt wird's knifflig, Leute. Jetzt wird's knifflig. So. 7. Drehe. So, jetzt müssen wir hier um die Kurve. Ja. Wir führen jetzt nämlich das Band dahinter durch. Warum kommen jetzt hier... Output. Den ganzen Scheiß hier runtersuchen. Warum nämlich hier nicht? Ich hab's nämlich falsch gemacht. Ich hätte auf Intake toggeln müssen, Output toggeln müssen. Warum kommt jetzt hier trotzdem was raus? Weil hier das da durchläuft. Ja, das ist ja dumm. Wie kann ich denn was löschen? Das ist ja ein bisschen doof jetzt. Okay, also das Spiel stellt mich vor Herausforderungen. Also hier können wir kein neues Band anflanschen. Dann müssen wir das hier anflanschen, ne? So. Das heißt, wir bauen hier so ein Teil hin. Und sagen... Output. So. 8. So. Jetzt puttet der da nur noch out. Oder so. Jetzt müssen wir hier so lange das Zeug wegnehmen, bis hier nur noch Platten sind. Ja, so. Sehr gut. Jetzt brauchen wir wieder Förderbänder. So, jetzt pass auf. Jetzt brauchen wir wieder so ein Loader. Entschuldigung. Genau. Und der steht auf Intake. Der nimmt jetzt rein. Aber warum nimmt der nichts rein? Intake, no Foundation. Okay, verstehe. Also müssen wir hier eine Foundation drunter machen, damit der Intake Strom hat. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Jetzt tut er was. Er tut was. Jetzt machen wir mal 3 Loader. Weil jetzt wird's spannend. So, Outtake. Den machen wir wieder Intake. So, der taked in. Und jetzt brauchen wir die Stangen von da oben. Da müssen wir das Ganze wieder hier rausfummeln, ja. Nee, so wollte ich es ja eigentlich nicht haben. So rum, ja, sehr gut. So, ich brauche nochmal... Teile. Wir sind jetzt keine mehr drin, weil wir die alle ausgibt, verstehe. Nämlich eine andere Idee. Darum habe ich nämlich auch diesen Platz hier in der Mitte gelassen, dass ich das im Prinzip umbauen kann. So, ich kann das nämlich so machen. Und dann so. Den toggeln wir mal auf Outside. Und... Zack. Perfekt. Dann haben wir nämlich hier vorne immer noch Platz, um nachher hier rauszugehen, um da reinzugehen. Weil wir holen ja hier dann die Research Science Packs raus. Okay, jetzt geht's automatisch. Jetzt bauen wir die automatisch. Sehr gut, jetzt nehme ich noch einen Loader und führe den darüber. Perfekt. So, jetzt sollte das automatisch funktionieren. Und wir können uns das nächste aussuchen zum Researchen.
Was war jetzt eigentlich die Quest, die wir machen mussten? No active research, okay. No power! Was ist hier los? Warum nicht? Wir brauchen wieder Kunstfaser, würde ich schon sagen. Biomasse. Okay. Also. Forschung funktioniert jetzt automatisch. Also das dauert zwar ewig, bis hier so ein Teil rauskommt. Aber es funktioniert automatisch. Schön. Sehr, sehr gut. Ich würde sagen, das war's bis hierher von meinem Ersteindruck von dem Spiel. Macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ist so ein bisschen die abgespeckte Version von Sartes, sage ich mal. Also so ein bisschen auch Minecraft-Style, so ein bisschen dieser Comic-Style. Jetzt haben wir die Research complete. Egal, wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Lasst mir einen Kommentar da. Auch wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr ja auch reinschreiben. Gebt ein bisschen Feedback, damit ich weiß, ob ich hier mit der Demo weitermachen soll und ob wir uns dann auch die Vollversion anschauen. Mir hat es wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.